Auch nachdem die Regierungschefin Carrie Lam angekündigt hat, das Auslieferungsgesetz zurückzuziehen, werden wir die Proteste nicht einstellen, so der bekannte Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong. Das geplante Auslieferungsgesetz hat in Hongkong heftige Proteste ausgelöst. Joshua Wong sagte gestern während seines Besuches in Taiwan, das grundlegende Problem in Hongkong ist nun, dass die Hongkonger nicht selbst über Hongkong bestimmen können. Wir wollen selbst über unsere Zukunft entscheiden. Das ist der Grund, warum wir weiter auf die Straße gehen und mit unseren Demonstrationen und Protesten fortfahren werden. Sie werden an ihren 5 Forderungen festhalten, darunter eine unabhängige Untersuchung des Vorgehens der Polizei gegen die Protestbewegung und freie Wahlen. Der bekannte Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong sagte bei einem Besuch der New Power Party in Taiwan, unsere Proteste werden bis zum 1. Oktober, dem Nationalfeiertag Chinas, anhalten. Am Wochenende vor dem 1. Oktober wird es außerdem weltweit eine Reihe von Aktionen geben. Joshua Wong und andere Hongkonger Demokratieaktivisten versuchen nun weiter, mehr internationale Unterstützung zu gewinnen. Bei seinem Besuch in Taiwan ist Wong mit Politikern unterschiedlicher Parteien zusammengetroffen. Joshua Wong hat auch in einem offenen Brief die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel um Unterstützung gebeten und sie aufgerufen, bei ihrem Besuch in China Besorgnis über die Situation in Hongkong zum Ausdruck zu bringen. Joshua Wong plant im kommenden Monat Deutschland und die USA zu besuchen, um weitere internationale Unterstützung für Hongkong zu erlangen.